Hallo, hier ist Günther von Scootertouren und heute sage ich was über meinen eigenen Roller, Honda Silverwing 600, ungefähr 20 Jahre alt. Und ich finde es ja immer putzig, wenn die Leute ihren eigenen Scooter testen und ist alles super, ist alles toll. Das Internet ist ja voll davon. Nur ihres ist das Beste und zwar alles ist das Beste. Ich habe hier Geld hingelegt, ich fahre den seit x Jahren, seit 30 Jahren kenne ich jeden Scooter auf dem Markt, jeden. Und ich glaube, ich kann das halbwegs einschätzen, was ist und was weniger gut ist. Die Vorteile habe ich euch schon im letzten Video genannt. Und jetzt sage ich euch mal was zu den Nachteilen, was mir nicht gefällt. Das eine ist typisch Honda-Scooter, die Bremsen sind nicht super toll. Ja, es fühlt sich alles okay an, aber wenn es so richtig zur Sache geht, könnte das Ganze schärfer sein. Kann man etwas verbessern mit anderen Bremsbelägen, habe ich natürlich gemacht, aber eine Welt ist das nicht. Auch die Federung ist auf der ganz, ganz, ganz weichen Seite. Also da muss man schon was tun, uns Geld in die Hand nehmen, muss einen willigen Spezialisten finden, dann wird das Ganze aber. Ein Sportler wird es nicht. Ein Burgmann 650 hat das auch noch einfach das bessere Fahrwerk. Das ist einfach so, mit dem kann man einfach mehr pressen. Das geht mit dem nicht. Aber wenn man reisen will, und das habe ich ja mit dem vor, kann man sich daran wirklich gewöhnen. Der nächste Punkt, der mir nicht gefällt, Hondas Plastikqualität. Ja, ich weiß, Honda, das ist ja immer das Allerbeste, sagen viele Leute. Nein, stimmt nicht. Motor, ja, der ist eine heilige Kuh, 1+. Plastikqualität an Scootern, ich würde sagen, unterdurchschnittlich. Da gibt es also so Sachen so rund um die, diese Handfächer hier, die Handschuhfächer vorne. Also das ist schon eine sehr diffizile Sache, wenn man da ein bisschen zu viel drückt, macht es pop und das Plastik bricht ab. Von Spaltmaßen und Verkrümmungen will ich gar nicht reden, also toll ist das nicht. Das ist ungefähr so langweilig, wie wenn ich den Lenker loslasse bei 50, dann wackelt der wie verrückt. Also das, dazu neigen Hondas gut, das muss man einfach wissen, da wird halt gespart. Das Windschild, ich habe Serie, ist okay. Wenn man schneller fährt, will ich einen Blick nach vorne auf die Straße haben. Das brauche ich einfach. Ich möchte keine Windscheibe, ich bin ja nicht im Auto, mich stört das. Aber wenn ich jetzt auf der Autobahn da entlang fahre, da könnte ich natürlich mehr Wetterschutz. Es ist wie immer ein Kompromiss. Ja, eine größere Scheibe wäre gut. Sonst, wenn ich schneller fahre, passt mir die kleine. Ja. Das sind so die Hauptnachteile, die mir einfallen. Aber was ist schon perfekt? Hauptsache, er macht Spaß, er macht Laune und er kommt seinem Zweck nach. Und das ist Reisen erster Klasse. Und das macht das Ding. Und vor allem, er springt an, er macht keine Zicken. Aufsteigen, fahren, genießen, sich wohlfühlen. Das Ding gebraucht, was weiß ich, was der Wert ist, 2.500 oder sowas. Also das ist ja billiger als ein heutiger 50er. Von einer Vespa 50 möchte ich gar nicht reden, von Elektrorollern schon gar nicht. Das hier ist erste Klasse dagegen. Und zwar mit weitem Abstand. Klar brauchst du einen Motorradführerschein, aber wow, wirklich fein. Und deshalb mag ich das Fahrzeug und ich halte es nach wie vor für ein ganz großartiges Fahrzeug für Leute, die reisen wollen, die bequem reisen wollen, die zu zweit reisen wollen, die mit Gepäck reisen wollen. Ja, also ich finde das nach wie vor Daumen hoch für den Honda Silverwing 600. Ah, einen Nachteil habe ich noch vergessen. Ja, der Verbrauch. Verbrauch und damit bedeutet es Reichweite. Der Tank fasst 16,5 Liter und das müsste eigentlich ewig halten, tut es aber nicht. Warum? Natürlich nutze ich die 50 PS gerne aus, also meine Reisegeschwindigkeit auf der Autobahn ist Tacho 140, also echte 130 und dann säuft das Ding 5 3/4 Liter. Der Nachfolger SWT, wie mein Freund Holger den fährt, der braucht locker 3/4 Liter wenig, wenn wir nebeneinander fahren. Ich muss schon tanken und sagt dir, pah! Geht weiter, geht weiter. Also natürlich kann ich Piano fahren. Also wenn ich jetzt richtig soft fahre, den Verbrauch auf 4,1 ist mein Negativrekord. Aber wenn ich, also 5 Liter stehen normal immer dran und wenn ich es ein bisschen laufen lasse, 5 3/4, das ist ein wahrer Wert. Natürlich reiner Dauer, Autobahn, Vollgas, bap, also Tacho 180, da laufen 8 Liter durch. Aber das muss ja auch nicht sein. Also zügig laufen lassen. Es ist halt schade, dass dieses Riesending mit seinem 16,5 Liter Tank Reichweite auf der Autobahn nach 220 springt die Reserve an, hat noch 4,5 Liter drin. Ach, man wünscht sich da gerne mehr. Aber was ist schon perfekt? Wie ich euch sagte, unterm Strich, und das zählt,
ist der Silverring ein tolles Fahrzeug. Also, wie findet ihr euer Fahrzeug? Wie findet ihr den Silverring? Hinterlasst mir ein paar Kommentare hier unten. Und wenn euch diese Art von Videos gefällt, sagt mir Bescheid und hinterlasst ein Abo. Bis bald, euer Günther.